So, hallo. Ich glaube, heute hat alles geklappt. Ja, Pinky, wo ist Asko? Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Video von Linda, weil das ist echt eine uralte Kamelle. Ich habe gerade nachgeschaut. Das ist vom 18. März 2019, war das erste Mal eingestellt. Das war noch vor der Verhaftung von der Natalia damals, wie sie die Linda bei sich hatte und das Video gemacht hat. Ja, wo ist Asko? Ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn da mittlerweile? Oh, im Moment, mein System hier. Jetzt da. Ah, jetzt sehe ich. Drei Leute sind auf jeden Fall da. Nee, sind es mehr? Doch, 14 Leute. 14 Leute sind schon da? Ja. Ja, dann kann ich ja eigentlich auch anfangen. Dann kriegen es ja die meisten mit. Also, wo ist Asko? Ja, also keine schöne Nachricht. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Asko ist gut vermittelt, wie auch Linda, wie auch Bobby. Und ich mache deshalb kein Video dazu, weil ich kann euch die Beweise nicht online stellen. Es geht einfach darum, ich habe diese Informationen bekommen. Leute, die mir Informationen geben, die kennen die Natalia mehr oder weniger gut, aber gut genug, um nicht mit ihr zusammenstoßen zu wollen oder irgendwas anderes zu befürchten. Ich meine, man muss sich eins vorstellen, ich habe mit der Natalia rechtlich sehr viel zu tun, aber Nachbarn wie jetzt beispielsweise der Yoshi, ich rede jetzt in diesem Fall aber nicht von Yoshi, also es ist nicht immer Yoshi, wo ich Informationen herbekomme. Ich habe so viele andere Leute, wo die Natalia auch gar nicht damit rechnet oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mehrere Leute. Und wird heute übrigens ein kürzerer Livestream. Ich bin erkältet, aber ich dachte mir jetzt, Samstag passt es jetzt gerade ganz gut. Da haben wir immer die meisten Zeit und dann können wir das schnell machen. Und diese Leute muss ich natürlich auch schützen. Ich bin froh, wenn ich Informationen bekomme. Wenn ich Leute habe, die mir irgendwas erzählen, irgendwelche Leute, dann prüfe ich das auf Herz und Nieren. In dem Fall weiß ich, woher ich diese Informationen bekomme. Und diese Leute haben keinen Grund, mich anzulügen, um irgendwie was in die Welt zu setzen, was nicht stimmt oder so. Das wäre blöd. Und von dem her ist das eine gute Information, aber leider inhaltlich schlecht. Also Asko lebt nicht gleiches Schicksal wie die anderen beiden Hunde, leider. Aber mal schauen, wie lange es immer noch behauptet wird, dass Asko gut vermittelt wird. Jetzt wo hier im Livestream, der bleibt auch drin, wo es gesagt wurde. Er war ja bis September 21, da habe ich ihn ja noch gesehen. Aber danach ist er ja ziemlich schnell untergetaucht, verschwunden und wurde dann ja laut Nami vermittelt. Naja, auf jeden Fall, Asko hat es überstanden, das ist der einzige Vorteil der ganzen Sache. Er musste nämlich nicht, wie die anderen, danke Kerstin, Pinky ja, leider. Also es ist echt nicht zu fassen, wie das, wenn das einmal passt, also selbst einmal ist es schon ein Unding, aber wenn es dann ein zweites Mal passiert, ich meine, man darf Fehler machen, aber doch nicht so einen idiotischen Fehler zweimal und dann noch ein drittes Mal. Also Leute, ich bitte euch, und das ist also unvorstellbar, aber
Ja, also manchmal bin selbst ich noch geschockt. Oh, Josie muss hoch, muss mit ihrem Ochsenzimmer die Eckbank schmieren. Simona Asko wurde genauso glücklich vermittelt wie Linda und wie Bobby. Also ich habe es aus einer Quelle, die keinen Grund hat, mich anzulügen und die ich jetzt, wo ich jetzt aber keinen Film drüber machen kann und werde, weil ich diesen Personenkreis schützen muss. Es ist nicht Yoshi in diesem Fall. Aber die Leute wollen einfach keinen Ärger haben. Ja, im Prinzip dann mit den anderen zusammen. Weil Kaspar allein ist natürlich auch so eine Sache. Asko ist ja auch kein kleiner. Also der ist mit Sicherheit kein so ein leichtes Opfer wie der Bobby. Und ja, also schön ist es überhaupt nicht. Numero 3 damit. Dunkelziffer nach wie vor unbekannt. Prost, Leute, diesmal Tee. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch an Updates? Es geht also weiter mit Gericht und so. Es ist also noch alles nicht durch. Es laufen Mahnbescheide. Es sind Mahnbescheide bzw. Forderungen von mir gerichtlich anerkannt. Somit ist es ein Titel. Diesen Titel habe ich in Ungarn einem Gerichtsvollzieher übergeben, der auch schon bei Natalia aufgetaucht ist, sie aber zumindest von dem einen Mal, wo ich es weiß, nicht angetroffen hat. Da bin ich jetzt natürlich immer in der Korrespondenz. Es ist alles ein bisschen schwierig durch Ungarn und so. Bettina, same procedure as every dog. Das ist also wirklich genau das Gleiche. Nein, Django geht's gut. Django ist ja vermittelt über das Tierheim. Django hat einen sehr guten Platz. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht und dem geht es wirklich blendend. Also da habe ich selbst den Nachweis. Der kam ja damals in das Tierheim, durfte dort auch lange Zeit sitzen, weil Frau Mildenberger ja darauf bestanden hat, dass es ihr Hund ist. Und hat dann, also Carlos, ja, Carlos ist, wobei Carlos ist, hat eine Ausnahme ist bei Carlos. Carlos ist nicht ein Kasper-Opfer, sondern Carlos ist ein Natalia-Opfer insofern. Der hat mit dem Ares, mit dem schwarzen Schäferhund, also sorry Leute, aber darum machen wir heute auch nicht lang. Ich brauche heute ein bisschen länger zum Überlegen. Der hat mit dem Ares im VW-Bus gerauft. Das war noch der Vorgänger VW-Bus von dem, der jetzt bei der Linda im Hintergrund zu sehen war. Und hatte ja dann diese schwere Verletzung am Hinterbein, die nicht behandelt wurde und dadurch diese Sepsis entstanden ist. Hector ist meines Wissens nach wie vor im Tierheim. Also ich war vor einiger Zeit mal wieder auf der Website. Die beschreiben den ja so nett. Also das Tierheim scheint wirklich sehr bemüht sein, zu sein in seinen Vermittlungen. Aber der sitzt noch drin, ja. Ja, also umgraben möchte ich da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine Ahnung, was da alles rauskommt. Also das sind ja die zwei Katzen, die müssten noch auf meinem, also beziehungsweise jetzt auf Pauls Grundstück liegen. Die sind ja schon getötet worden von Kasper und Tanne, wie Natalia noch in dem anderen Haus drüben war. Dann ja, die diversen Enten und Hühner, ich denke, die sind sofort als Hundefutter. Dann die Ziege wurde ja auch zerlegt, was auch absolut Sinn macht. Also, ich meine, wenn die frisch getötet war, dann nimmt man sie wenigstens als Hundefutter her. Das macht also schon auch Sinn in dem Fall. Hatten die Hunde wenigstens mal was Feines, immerhin.
dann, Moment, muss da bloß einen Ton ausmachen wegen WhatsApp. Und ja, da sind aber, also ich würde mal sagen, Bettina, sie hat sprichwörtlich genug Leichen im Keller und wortwörtlich genug Leichen im Garten. Ja, ist so. Ja, und also die Gerichtsvollzieherin, ist also eine Frau jetzt, die wird das jetzt dann weiter verfolgen. Natalia ist ja seit drei, vier Tagen ist sie wieder in Waschpür. Die Hunde sind also nicht mehr allein. Und dann ist es natürlich wunderbar, weil dann kann die Gerichtsvollzieherin kommen und kann aktiv werden. Das ist sehr gut, und je mehr sie daheim ist, je länger sie daheim ist, umso aktiver wird die Gerichtsvollzieherin werden. Drum hat es natürlich gewisse Vorzüge, wenn die Natalia wieder mal zu Hause ist. Ja, danke für die gute Besserung. Ja, ich bin auch erkältet, also es ist nicht... Mir geht es nicht so, wie es mir gehen soll oder wie ich es gern hätte. Aber gut, alles, was einen nicht umbringt, dient der Abhärtung. Weißt du, wo die neuen Videos mit den Welpen entstanden sind? Mit welchen Welpen? Ist da noch ein neues Video drin, das ich verpasst habe oder so? Welches meinst du, Simona? Ist da ein neues drin? Schreib doch mal bitte, welches Video du meinst. Ja, Pinky, über 4 Wochen. Also jetzt, letzte Woche am Montag waren es 4 Wochen. Und dann müsste es, wann war ich, glaube Dienstag auf Mittwochnacht oder so ist sie zurück. Die Videos auf ihrem Kanal. Achso, das weiß ich nicht. Aber im Schnee nach war es nicht Ungarn. Und so im Hintergrund nach. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt schon, du meinst den PK, ja. Mhm. Nein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall wird die Frau Mildenberger jetzt dann schön Besuch kriegen vom Gerichtsvollzieher. Mal schauen, ob sie wieder flüssig ist, wenn sie so lang weg war. Wer weiß, mit dem PK, ob sie da Einnahmen gehabt hat und so weiter. Dann kann der die ja gleich mitnehmen. Da wird sie sich dann aber freuen. Außer sie ist natürlich gleich wieder weg. Das weiß man ja nie bei ihr, wann sie geht und wie lang sie dann weg ist und wo sie sich dann rumtreibt. Manchmal weiß man es, manchmal weiß man es nicht. Für den Nachbarn, für den Yoshi ist es natürlich, auch für die anderen Nachbarn, das ist ja nicht nur Yoshi, ist es natürlich eine Wohltat, wenn sie nicht da ist. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es da keine Rechnung dafür gibt, für die Ausbildung. Das wäre ja nicht das erste Mal. Und dann Anfahrt und so weiter, ja. Ein Live, oh ja. ja, alle drei Kanäle waren weg, also sowohl der zeitlose Hundetherapie, Kasper X Herder und Hero Guard Dog. Und die zeitlose Hundetherapie ist jetzt wieder online, aber mit einem neuen Account. Also der ist auch erst seit jetzt irgendwann, wann war das erste Video drin? Vor 3, 4 Wochen oder so. Und seitdem ist die zeitlose wieder da. Bitte kein Live. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann sie das macht. Ob sie was macht, worüber sie es macht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich sage mal so, solange sie nichts anstellt mit den Hunden oder Leute über den Tisch zieht,
kann sie von mir aus auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die soll schauen, dass sie ihre Schulden bezahlt. Die soll schauen, dass sie sich um ihre Hunde kümmert. Die soll schauen, dass sie endlich einmal einfach arbeiten geht. Also es wäre ja mal eine Option. Einfach nur arbeiten, so wie wir alle oder die meisten von uns müssen ja auch arbeiten und ihr Geld verdienen. Kasper X-Herder ist wieder online. Ja, sie war das mit. Ich war das jetzt mit dem Kasper. Ich habe neulich irgendwo anders einen Kommentar von ihr gesehen. Auch mit einem. Ich glaube, das war der Kasper X-Herder-Kanal, mit dem sie da kommentiert hat. Dann gibt es den noch, ja. Aber keine Videos, kein gar nichts mehr. Keine Ahnung, warum. Ob sie von YouTube eine gedeckelt gekriegt hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie insolvent ist. Also gehe ich mal nicht davon aus. Weil wenn sie das wäre, dann wäre ihr Firma ja, also dann hätte sie ja die Firma nicht mehr. Und sie hat ja den Namen schützen lassen und alles. Und das ist ja ihr Ding. Und ich denke mal, sie wird ein. Über Asko findet man so gar nichts. Ja, genau, nur ganz geregelten Arbeit nachgehen. Wie war Moment? Über Asko findet man gar nichts. Ja, nein, über Asko findet man auch nichts mehr, weil der lebt ja nicht mehr. Ich weiß nicht, hast du das vorher mitbekommen? Asko ist tot. Genauso gut vermittelt wie Linda und Bobby. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wie man die Hunde, also gerade die Mia, die hat wirklich ein extrem kurzes Fell, wie man die Hunde 4 Wochen allein lassen kann. Und es ist im Winter, also ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt Hochsommer, ne? Und auch in Ungarn kann es ganz schön zapfig kalt werden. Ah, okay, dann hast du es mit dem Asko nicht mitbekommen. Ja, also gleiches Schicksal wie die anderen beiden. Nummer 3, was bekannt ist. Ja, klar, irgendwo wird sie schon auf geringfügigen Basis oder so. Ich meine, es muss ja irgendwo Geld reinkommen. Irgendwo wird sie schon was machen. Aber das ist ja nicht das, was sie machen will. Von dem her ist es nichts von Dauer. Nein, sie hat es nicht zugegeben, das wird sie auch nicht. Aber ich habe Informationsquellen. Aber ich kann kein Video darüber machen, wie es sonst üblich ist bei mir und wie ihr es gewohnt seid mit den ganzen Beweisen und allem, weil diese Personengruppe, die muss ich schützen, die wollen nicht in der Öffentlichkeit irgendwie das, was rauskommt, weil wir wissen ja alle, dass die Natalia im wahrsten Sinne des Wortes auch mal über Leichen geht. Und es ist einfach so, die wollen alle keinen Ärger haben. Und man hat gesehen, was damals der Schweizer Hundetrainer für Ärger gekriegt hat mit ihr online, also im Internet. Und da möchte ich also nichts machen. Sie räumt ihr Gerümpel auf. Von was träumst du nachts, Bettina? Ja, und wie gesagt, da darf man also. Drum machen wir es jetzt mal hier auf diesem Weg. Ihr wisst es dann genauso. Das Video bleibt hier, also der Livestream bleibt online. Kann jeder dann nachhören. Y. Ich muss mal gerade ein bisschen lesen und den grünen Punkt wieder aus den Augen lassen. Ja, die armen Hunde. Also, Asko hat es überstanden, sage ich immer. Besser als weiterhin im Kreis zu laufen, nur die Art und Weise. Und ich bin immer noch der Meinung, der Asko wäre ein Hund gewesen, wenn der an einen guten Platz kommen wäre. Es wäre ein netter Hund gewesen. Dankeschön, nackte Realität. Und ja,
Mehr habe ich heute eigentlich auch schon gar nicht zu erzählen. Habt ihr noch irgendwo Fragen? Simona, ich weiß nicht, was da im Hintergrund noch läuft. Also von dem her. Ah, mit RJ jetzt, danke. Ja, ich sage mal so, nackte Realität, ist es ein Fakt, dass sie geringfügigen Basis arbeitet, angestellt, oder ist es eine Vermutung? Was mich ja irgendwo erstaunt bei so vielen, und wie geht es? Josie geht es gut, die liegt hier hinten auf der Eckbank und frisst ein Ochsenzimmer. Und Yoshi geht es auch soweit gut. Also ich wüsste nichts Gegenteiliges. Der ist ja auch sehr, der Yoshi ist eigentlich ein ganz ruhiges, eine ganz ruhige, angenehme Person. Diese Videos, die Natalia mal von ihm gemacht hat, wo er mit dem Schuh geworfen hat, die Sache mit dem Kasper und so. Also da kannst du einfach nur noch ausrasten. Das kann ich voll nachvollziehen. Und lebt ihr mal 4 Jahre neben dieser Nachbarin? Ja, habe ich mir auch schon überlegt, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Ich meine, hin und wieder gab es ja auch schon mal 100 Schweizer Franken. Dann Apollo hat immer wieder mal was gespendet über die Livestreams. Keine Ahnung. Bülent hat sich sehr zurückgezogen. Ich habe mal gehört, dass er wohl auf anderen Hundetrainerseiten aktiv ist und sich da Tipps und Ratschläge holt, aber wird sich wohl noch nicht so viel getan haben. Ich glaube immer noch, dass er im Knast war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Kasper war dabei. Also von dem her, Pinky, muss ich dich da eher enttäuschen. Weil soweit ich weiß, waren es nur 2 Hunde, die in Ungarn waren. Ja, klar war das eine Erholung für den. Das war für den wie Urlaub. Wobei natürlich das Hundegebell oft war. Weil, wenn irgendwer vorbeigeht oder wenn die Hunde was hören, dann bellen die. Also gerade Tanne und Mia macht dann natürlich auch mit. Und der Franz, der füttert ja die Hunde immer. Und wenn der kommt und geht, dann ist auch immer Aufruhr. Das war ja damals schon so. Und von dem her bellen die natürlich schon auch immer mal. Aber insgesamt war es erholsam, ja. Das ganz bestimmt. Also, weil einfach der Stressfaktor auch wegfällt. Und auch dieser Stressfaktor, wenn neue Kundenhunde rumlaufen, er weiß ja nie, was für Hunde laufen rum. Und wenn dann als Beispiel wie 3, 4 Kundenhunde, ist es ja dann noch mehr Gebelle und noch mehr Gebrülle von der Natalia, kommt ja dann auch noch dazu. Wir kennen das ja alle aus ihren Livestreams. Wenn sie dann rumbrüllt und wenn sie draußen ist, hört man sie natürlich noch besser. Warum erscheint meine Nachricht nicht? Welche Nachricht? Also ich habe nichts gesperrt oder blockiert. Hier können alle schreiben. Was wo steht, was von Kompanion, habe ich was überlesen? Leute, ich komme mal wieder nicht mit hier. Ja klar, in Deutschland könnte ich die Hunde nicht so lange alleine lassen, auch wenn sie versorgt werden, geht das nicht. Die Hälfte kommt, der Rest nicht. Schreib einfach mal in Ruhe,
schönen langen Kommentar mit allen Infos, nackte Realität, dann gucken wir mal, was alles durchkommt. Weil, wie gesagt, es muss alles hier erscheinen. Ach, apropos Pol. Natalia hat ja immer gemeint, die hat ja den Hund von der Alex gehabt, von Asko. Und angeblich sei der ja aus schlechter Zwingerhaltung oder was sie immer gesagt haben. Ich vermute mal eher, aber ich weiß es nicht, also ich vermute es, dass die Alex den vielleicht vom Pol her hatte. Also ein Auslandshund aus Rumänien oder wo auch immer. Ich weiß nicht, wo der Pol da noch überall Tiertransporte für irgendwelche Tierschutzorganisationen macht. Und da kann er ja dann auch mal einen dazu packen, den er für sich halt mitnimmt oder wie auch immer. Und vielleicht war da der Asko so ein Hund, weiß ich aber nicht. Das ist also nur eine reine Vermutung. Ich versuche das. Ja, also welche Probleme YouTube beim Livestream hat, das weiß ich nicht. Ja, und ich hoffe auch, dass die Mia das gut überstanden hat, weil das ist echt ein lieber, anhänglicher Hund und kälteempfindlich und alles. Und dann da gute vier Wochen sind es ja, vom Nachbarn versorgt zu werden, der seinen eigenen Hund an der Kette hält und auch keinen Bezug dazu hat. Der Hund ist als Wachhund da, der muss bellen, wenn was ist, und dann ist aber auch gut. Dann kommt niemand ins Haus, niemand ins Grundstück, und dafür ist ein Hund da. Der Franz, der versteht das auch nicht, dass die Hunde ins Haus rein dürfen bei der Natalia. Er hat das mal zu mir gesagt. Puh, und so viele Hunde im Haus, und also auch wie sie bei mir drin war, und das muss ja auch, das stinkt auch, und die machen ja Dreck, und das ist für den nicht üblich, dass da Hunde ins Haus kommen. Ja, das stimmt. Also das habe ich jetzt hier noch nicht. Pfändung geschützt 2 Jahre. Ja, da habe ich ja meine Anwälte und ein Inkassobüro, und also da ist alles am Laufen, was die Finanzen betrifft. Aber bin ja gespannt, wenn die Gerichtsvollzieherin bei ihr dann demnächst klingelt, falls sie nicht wieder verschwindet, was sie dann für nette Ausreden hat und so. Weil sie hat mir ja mal geschrieben, und mit einem riesen Lacher so, haha, und du glaubst ja wohl nicht, dass du meine Autos kriegst und so weiter, weil die hat der Gerichtsvollzieher, die können ja alles pfänden. Was, frisch Ende Januar? Ich weiß nicht, ob die Natalia zuhört, Bettina. Möglich. Aber wenn, dann hört sie mit, weil wirklich zuhören, das war schon immer ihr Problem. Ich habe ihr mehrfach angeboten, dass wir einen neuen Vertrag aufsetzen mit neuen Ratenzahlungen, dass sie das einfach, also notariell alles beglaubigen hier, alles kein Problem. Aber sie will das ja nicht, scheinbar. Sie möchte versuchen, dass sie mir kein Geld zurückgeben muss. Und so funktioniert das Leben halt nicht. Und ich weiß nicht, ob schon jemals jemand so weit gegangen ist, dass sie einen Gerichtsvollzieher vor der Tür hat. Ich meine, das ist auch nicht so ohne. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das ist, wenn da einer klingelt und was von dir will. Oder wenn du da ein Schreiben, entweder hat sie nicht aufgemacht oder er hat sie nicht angetroffen, auf jeden Fall, wenn sie nicht da war, aber ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich dann 100%ig, hört sie mit. Ja, wie gesagt, mithören, ja, solltest du am Laptop sitzen, Natalia,
dann hör einfach auch mal zu. Mach einen neuen Vertrag und du bist die ganzen Behörden, die ich dir jetzt auf den Hals geschickt habe und noch schicken werde, los. Der Gerichtsvollzieher wird noch oft klingeln. Da kommt noch einiges nach. Und es ließe sich alles vermeiden, wenn du dich zu einem vernünftigen Vertrag notariell entschließen würdest. Und zwar nicht nach deinen Regeln. Nicht mit, ja, nur in Ungarn und nur dies und jenes und nach ungarischem Recht. Nein. Da, wo der Darlehensvertrag geschlossen wurde, ist Deutschland. Da machen wir einen neuen Vertrag. Wer weiß, ob du in Ungarn bleibst. Du wolltest nach Kroatien oder sonst wohin. Also, schreib mich an in einer vernünftigen E-Mail. Ich bin jederzeit bereit dazu, das außergerichtlich zu regeln. Ich bin aber auch genauso dazu bereit, das bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Und dann wird es halt immer noch teurer für dich, nicht für mich. Ja, klar hat sie was zum Pfänden. Fängt ja schon mit dem Haus an, da stehe ich ja schon drin mit einer Grundschuld. Ja, mal wenn sie Panik kriegt, soll sie Panik kriegen, aber ich glaube, die kriegt sie gar nicht so unverfroren, wie sie ist. Ja, Pinky, das Haus ist nicht mehr zu retten, das kannst du in der Pfeife rauchen. Aber 900 Quadratmeter Grund ist halt auch noch da. Und den kann sie nicht kaputt machen, den kann sie nicht wegschaffen mit LKW-Ladungen. Also, wo Bobby liegt, weiß ich. Da würde ich gegebenenfalls auch mal suchen gehen. Weil da findet man mit Sicherheit auch den Chip. Auch wenn sie den Kasper auf jemand hetzt. Was? Pokémon, liest du mich nicht? Moment. Petra. Petra. Was hast du? Hast du noch irgendwas? Wo bist denn du? Warte mal. Pokémon? Was weiß ich bitte? Liest du mich nicht? Wo soll ich dich lesen, Pokémon? Ich lese nur hier ein Stück weiter oben Petra mit 3 Ausrufezeichen. Sonst habe ich nichts gesehen von dir. Spinnt YouTube heute völlig... ja, YouTube, oh Gott. Also Leute, spinnen die heute voll, oder? Irgendwie kann hier wohl nicht jeder schreiben. Nein, also ich habe echt nichts von dir gelesen. Ja, also wie gesagt, es wird auf jeden Fall weitergehen. Und vielleicht habe ich ja morgen eine E-Mail von Natalia, wer weiß. Ich glaube es nicht. Und dann werde ich euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten, als du mit Bühlen bei ihr. Ja, da war sie auch sehr überrascht, Bettina. Das ist also, das hat sie, damit hat sie so nicht gerechnet, dass ich da auftauche. Sie war damals mit Sicherheit, weil Bülent hat ja in den Nachrichten von Wir geschrieben, war sie wahrscheinlich der Meinung, dass er mit seiner Frau kommt. Dieses Petra jetzt kann ich lesen, Pokémon. Und ich kann oben lesen, Petra, liest du mich nicht? Und das war's dann. Ja, ja, das war LXL, das war halt diese überraschte Panik, so, scheiße, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Weil die ganzen Drohungen mit Linda, Felia ins Tierheim und so weiter, das war dann ja alles nicht mehr, hat man ihr nicht mehr abgenommen und sie wusste dann, wir stehen vor der Tür und sie wusste, wenn ich vor der Tür stehe, ich rufe auch die Polizei und alles, hat ja dann sie sogar gemacht,
So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, die hat mich ja der Forscher körperlich angegriffen. Aber, mein Gott. Ja, Natalia ist öfter überfordert. Kann einer? Was? Irgendwie ist es heute selten, der Chatverlauf. Also man sieht da echt nur die Hälfte, scheinbar. Welcher Kompanion? Ich muss auch mal nach oben scrollen. Wo stand da was von nackte Realität über Kompanion? Kann ich das nicht lesen? Wer ist der Kompanion? Ach, da oben nackte Realität. Deswegen ist sie ja verschwunden und ihr Kompane übernimmt alles. Ja, es ist ja niemand da, der was übernehmen kann. René Akuza, ob der was übernimmt, glaube ich nicht. Ja, irgendwas ist da heute komisch mit YouTube. Wir werden es nicht erfahren. Wir hatten das Problem ja mal schon mit den ganzen Kommentaren. Die Firma. Ich meine, wer will eine wertlose Firma übernehmen? Also, oder weitermachen? Ich meine, klar, die Natalia geht davon aus, dass ihr Firmenname was wert ist bei ihren ganzen Erfolgen. Aber Brust, Verdura, Futter. Pfefferminztee aus dem Garten. Was, meine Verbindung ist instabil. Merkt ihr da was? Nee, kann ja nicht sein. Ich habe hier vollen Empfang. Erfolg und Ende in einem Satz, ja. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was sie im Moment macht. Ich weiß nicht, wie sie im Moment an Geld kommt, aber mein Bild ist unscharf. Das liegt an meiner Erkältung. Oder meine Kamera ist nicht geputzt. Ja, aber stimmt, es ist heute ein bisschen, wenn ich mich bewege, liegt es dann irgendwie nicht ganz so scharf wie sonst. Ich fühle mich heute aber auch nicht so scharf, wie ich sonst aussehe. Nee, irgendwie will es halt heute nicht so. Aber ich denke, wir haben eigentlich das meiste ja auch. Das mit ASCO war mir wichtig. Dann die kurze Info eben, dass es weitergeht. Habe sogar noch was dran gehängt und der lieben Natalia nochmal gesagt, sie hat jederzeit die Chance, dass wir das Gerichtliche abwenden. Aber sie will ja nicht. Sonst soll sie es halt lassen. Weil sie den letzten jungen Hund hatte, meinst du den Max oder den kleinen Chef? Oder den meinst du jetzt den sie in dem Video gehabt hat, den Picard, die Hündin? Weiß man nicht, irgendein Kundenhund, keine Ahnung. Also wenn es in Deutschland war, vielleicht über die Alex jemand kennengelernt oder sonst über alte, noch wohlgesonnene Kunden oder kann auch sein, dass sie jemand irgendwo getroffen hat und dem einfach ein paar Erziehungstipps aufgedrängt hat. Und der hat dann gemeint, ja, ob sie sich auskennt und ja, klar und dies und jenes und das kann auch sein, habe ich auch schon erlebt.
Welche WhatsApp-Gruppe? Wir haben uns gerade über WhatsApp unterhalten mit denen, die Natalia sich da. Discord heißt es. Vielleicht haben sie auch einen Discord, ob sie sich über WhatsApp oder mit den Leuten. Sie tauscht sich ja mit den Leuten garantiert aus, da es ja jetzt nicht mehr viel über die Kommentare geht. In Niederbayern liegt Schnee. Im Allgäu bei uns ist er jetzt ziemlich weg. Also hier in Kempten ist er weg, weiter Richtung Berge ist noch ein wenig was da, aber wir hatten jetzt jeden Tag Tauwetter. Und ab Dienstag, glaube ich, wird es richtig kalt. Ja klar, sie wird immer jemanden treffen, den sie ausnehmen kann. Was denn? Ah, Moment. Moment. Das geht hier nicht, weil da ist mein Bild im Weg. Moment mal, ich muss hier mal kurz gucken, wie ich das machen kann. Zeitstempel. Moment. Ist jetzt, ich kann das nicht sehen. Ist das jetzt anders? Wambo, von Top-Nachrichten zu alle Nachrichten? Also ich werde es auf jeden Fall dann ändern, wenn ich mehr sehe. Ja, ich glaube, sie hat jetzt so um die 35 Abonnenten. Und wenn man denkt, dass 35 der Rest ist von 18.500, dann finde ich es ganz schön mies. Ja, ich weiß wo, da steht Live-Chat, aber das Fenster, das sich dann öffnet, das verschwindet hinter meinem Bild. Und das ist das, warum ich da. Also ich kann nicht lesen. Ich habe da zwei Sachen, wo ich draufklicken kann. Und ich klicke jetzt mal auf das andere. Ach, das kann jeder für sich einstellen. Ah, okay. Ja, genau, weil das bei den anderen Livestreams, die ich immer gesehen habe, habe ich das auch gemacht. Ja, klar, Abonnenten sind nicht immer Anhänger, das ist schon klar. Ich weiß auch nicht, wie viele Anhänger unter meinen Abonnenten sind. Und dann hast du ja bei Abonnenten auch immer Karteileichen, die halt irgendwann mal abonniert haben und dann wieder weg sind. Gegner. Ja, wer weiß. Habt ihr noch irgendeine Frage oder so, die ich beantworten kann? Ich weiß ja nicht, alle kann ich ja nicht beantworten. Aber soweit die Info. Ich habe noch ein Video in Planung, aber der dauert noch. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Der Pol ist, die Alex hat mal bei einem Tierarzt Dr. Pol gewohnt in Ronsberg, also außerhalb von Ronsberg. Und die Natalia ist da dann auch hin mit dem Hund und da haben sich dann die zwei wahrscheinlich auch kennengelernt, Alex und Natalia. Und der Pol war früher auch mal mein Tierarzt, wie er die Praxis noch in Obergünzburg hatte. Also früher heißt vor, jetzt Moment, 24, 30, vor über 30 Jahren. Und dann hat er sich von seiner Frau scheiden lassen, ist dann eben da außerhalb von Ronsberg in so einen ganz abgeschiedenen Hof. Und da war ich dann mal dran, wie ich die Josie ganz frisch hatte. Und dann
Ich komme nicht mit Lesen. Und dann ist die Alex irgendwann, das habe ich aber dann damals nicht mitgekriegt, erst später eben durch die Verhaftung von Natalia, wo ich dann mit der Alex Kontakt hatte, ist die Alex nach Ronsberg gezogen. Und der Pol ist dann irgendwann weg, wohl nach Italien, Rumänien, Polen, ich weiß es nicht genau. Und der lebt ja jetzt nicht mehr. Und der Pol, von dem jetzt die Rede ist, der wohnt eben da in Günzach. Und es ist der Neffe von dem Tierarzt. Und ich vermute mal, dass ihn die Natalia vielleicht von damals her noch kennt oder keine Ahnung, die Alex auch. Und das ist jetzt dann, da wohnt die Alex jetzt. Und das war ja dieser komische Weg über Dings damals, wer da wen hatte und so weiter. Vom Armani und der Pol. Der macht eben Tiertransporte für Tierschutzvereine. Und ja, drum könnte ich mir vorstellen, dass die Alex, wenn sie zu dem schon länger Kontakt hatte, das weiß ich aber auch nicht, aber wäre durchaus möglich, dass der Asko auch über diese Wege an Alex und dann zur Natalia kam. Ja, Wambomo wird sehr schnell gesperrt auf dem anderen Kanal. Ja, die Alex hat ja auch mit Tierschutzvereinen zu tun gehabt, die Hunde aus Rumänien geholt haben und vielleicht hat sie auch auf dem Weg den Pol kennengelernt oder so. Wer ist Pflegestelle, Bettina? Ja, ehrlich sage ich Trio Infernale. Doris, Wambo nimmt die Rechtschreibung nicht an. Jetzt heißt er schon Rambo, ganz gut. Bettina Günther steht bei denen auf der Homepage. Ach so, ja, das kann sein. Eine von den Hündinnen aus Günzach habe ich gesehen, ist ja vermittelt worden jetzt. Rambo klingt doch mega, so hieß mein kleiner Igel, den ich aufgezogen habe. Der war halb verhungert und erfroren. Nee, die Autokorrektur kennt Wambo nicht. Die macht da einfach mal eben einen Rambo draus. Da sind die gleich fertig. Na, auf jeden Fall bleibe ich weiterhin dran und werde euch dann informieren. Und wie gesagt, ein Video habe ich noch auf Halde. Das dauert aber noch. Da bin ich auch mit der Recherche noch nicht ganz durch. Dauert also auch noch ein bisschen. Stolzes Mitglied der Border Collie-Clique, jawohl. Und es ist einfach erstaunlich, wie viele kleine Fußhupen, wie viele Kampfhunde und ach, was wir alles noch in der Border Collie-Clique drin haben. Schon erstaunlich. Und das gefährlichste Tier, von dem wisst ihr ja noch gar nichts, von jemand aus der Border Collie-Clique. Und zwar ist es ein schwarzer Kater, der sogar Hunde angreift. Ich habe den Besitzern mal empfohlen, Stachelhalsband mit Strom besetzen und in Katzengröße zuschneiden und das Katertier mal an die schwere Kette legen. Also es gibt auch Katzen bei uns in der Border Collie-Clique. Pudenkos, ja, also echt viele Rassen. Wir haben ja mal das Video gemacht.
Und da sind ja noch gar nicht alle drauf. Finde ich aber schon immer ganz gut, wenn man so gemischte Leute dabei hat, weil, aber das Komische ist ja, wir haben nur so Softie-Hunde scheinbar. Also zumindest denken das viele Leute. Unsere Hunde folgen ja von Haus aus und sind natürlich keine Problemhunde, was natürlich nicht an unseren Erziehungsfähigkeiten liegt, sondern einfach daran, dass unsere Hunde einfach so, ja, schon mit Begleithundeprüfung auf die Welt kommen sind oder so. Wo schreibt nackte Realität das mit? Ja, rauer Dackel. Ein Zwerg-Kurzhaar Dackel haben wir auch. Ja, die beißen uns nicht ans Bein. Ja, aber was will sie denn überschreiben? Sie kann ja nur die Firma überschreiben. Also von dem her glaube ich nicht, dass sie da was machen kann. Aber gut, könnte sein. Weiß ich nicht, wie sie das machen will. Aber die Person Mildenberger gibt es ja nach wie vor. Da machen wir mal gar keinen Kopf drüber. Das lasse ich meine Anwälte dann machen. Die kennen sich da aus. Allein schon deshalb. Ah ja, das stimmt natürlich. Mit unseren Softie-Hunden kann sie keine Kohle machen. Das ist richtig. Moment, Leute, ich bin jetzt unhöflich, musste hier schnell lesen. Hab Anweisung bekommen. Ja, von der Hand in den Mund, das haben wir ja bei den schönen Grillabenden gesehen. Bettina, hast du dich da nicht so drüber gefreut? Über diese schönen Grillstückchen, die direkt so von der Hand in den Mund sind oder so. Da war doch mal was. Ich denke nicht, dass sie was überschrieben hat, weil sie würde nichts aus der Hand geben. Die, so weit vertraut sie niemand. Icke, dicke, Bettina, ah, du erinnerst dich an das Video. Ja, der nächste Hummer. Irgendwo, irgendwann garantiert. Weil, wenn es steht jeden Tag ein Dummer auf, du musst nur dann gerade an den hinlaufen. Ach, gibt es das mit Diskette rein? Ja, das geht natürlich. Ich glaube, mein Hund hat einen falschen Mikrochip drin. Vielleicht müsste man den umprogrammieren, oder? Das wäre doch was. Ja, die verguckten, Bettina, ich weiß schon, ich weiß schon, ich kann mich da schon nur lebhaft dran erinnern. War irgendwie alles recht sandig, dreckig, eklig. Also, auch nicht so ganz meins. Also, wenn ich in Ungarn war, habe eigentlich immer ich gekocht, oder? Das meiste, selbst einen Salat habe ich ja gemacht. Ich habe ihr mal gezeigt, wie man einfaches Brot macht. Da war sie dann ganz begeistert, hat gemeint, das wird sie jetzt immer machen. Aber ich glaube nicht, dass sie das gemacht hat. Also in meinem Haus, da war ein Herd, vier Platten. Der war auch dreckig, aber ich glaube nicht, dass der vom Kochen dreckig war, höchstens mal vom Aufwärmen.
Nee, da saß sie in ihrem eigenen Garten, Simona, und hat irgendwas gegrillt und war da so am Boden in der Hocke und hat da irgendwelches Zeug da draufgeschmissen. Das war mal irgendein Livestream. Aber an den, wenn ich unter war, ja, aber neben der Brücke kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Ja, da waren schon ein paar Schoten dabei. Aha, hallo Marzipanrittersport, die Dackel sind halt die Besten. Ja. Die sind wirklich süß. Also, ich habe mal in meiner Kindheit hat ein Nachbar eine Kurzhaar-Dackelhündin gehabt, so eine schwarz-lohfarbene, und also Zwerg-Dackel war das. Und die hat Schlumpi hat sie geheißen. Und die war kugelrund, die war so wirklich, also sie war jetzt nicht ganz fett, aber sie war schon viel zu dick. Und die war so süß und so lieb, die kam immer und war so unterwürfig, hat sich schon auf der Seite zu einem hergerobbt, dass man auch ganz schnell am Bauch kraulen kann und hat gleich so gequietscht und gepfiffen und die war so süß. Tschüss, Pokémon, ja, wir hören uns. Ich sage jetzt eh zu euch allen, tschüss, war nett, dass ihr wieder da wart. Und wenn ich wieder ein wenig besser beieinander bin und wieder was zu erzählen habe, dann können wir gerne wieder einen Livestream machen. Mittlerweile habe ich es ja raus. Also, dann sage ich tschüss, macht euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis bald.